rein, Freunde. Lass uns hoffen, dass das Tomatolix nicht wieder irgendwie den Arsch gefickt wird. Wir gehen rein ins neue Tomatolix-Video. Diese Selbstexperimente musste ich abbrechen. Let's go. Das riecht nach Fäkalien. Jetzt zum Wesentlichen. Kommst du auch an E-Zigarette ran oder hast du Kontakte? Die letzten Monate waren echt ganz schön wild und ich habe eine Menge Videos gedreht. Ich war eine Woche lang jeden Tag high, habe im KitKat gefeiert, in einer Frauenarztpraxis gearbeitet, war auf einem Containerschiff gefangen, habe eine Tantra-Massage besucht, Salvia geraucht, gelernt professionell einzubrechen und wurde angezeigt. Okay. Bro, dieses Intro hat er nur dafür gemacht, dass er dann am Ende des Jahres kurz vor Silvester posten kann. Und was hast du dieses Jahr gemacht und dann diesen Ausschnitt? Wisst ihr, was er letztes Jahr gemacht hat? Checkt ihr? Okay, krass. Es gab aber auch in der ersten Hälfte des Jahres wieder einige Videos und Selbstexperimente, die ihr nie gesehen habt, weil ich sie abbrechen musste. Und ein paar davon möchte ich euch jetzt vorstellen. Mhm. Und wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert unbedingt den Kanal. Ich habe gesehen, dass einfach 76% von euch noch nicht abonniert haben. Also oder ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Balken jemals irgendwen dazu motiviert hat, Bro, zusammen. Also holt das gerne mal nach. 30 Tage Looks-Maxing, wie attraktiv kann ich werden? Eine markante Jawline, ein muskulöser Körper, eine makellose Haut, so hat der perfekte Mann auszusehen, zumindest wenn man sogenannten Looks-Maxern glaubt. Beim Looks-Maxing geht es darum, sein Aussehen durch verschiedene Maßnahmen zu optimieren, um dadurch attraktiver zu wirken. But the Looks-Max wave has officially taken the world by storm. Das geht dann von einer neuen Frisur über reinere Haut bis hin zur perfekten Jawline, einem muskulösen Körper und Hunter-Eyes, im Extrem Fall aber sogar bis hin zu Schönheits-OPs. Some people have speculated that Zac Efron has had fillers to his jawline or chin. Looks-Maxing hat seine Ursprünge wohl in Incel-Foren. Ich habe zum ersten Mal davon auf TikTok gehört. Da posten in den letzten Monaten super viele überwiegend junge Männer ihre besten Tipps und Tricks, um das eigene Aussehen zu verbessern. Sah vorher so aus, Jawline war absolut nicht vorhanden. This is what all models do. Yeah, bro, I don't know. Ich weiß nicht, Mann. Ich sage euch ehrlich, ich find's ganz okay, so wie es ist hier. Ich esse hier gerade mein bestelltes Essen. Genau. Das Problem ist halt an diesem, vor allem an Schönheitsoperationen, ist halt, dass man sich halt dann so operiert, wie das höchstwahrscheinlich, wie das Ideal der Gesellschaft ist. Und wenn viele Leute das machen, sehen alle halt gleich aus. Und das ist halt so, natürlich geht es auch viel um Selbstwertgefühl und wie man sich selber sieht und so und dass man sich selber schöner fühlt und so, bla bla, das check ich schon. Aber am Ende des Tages ist es auch cool, dass wir alle unterschiedlich aussehen. Und es ist ein bisschen cheesy, aber Tim hat mir das erzählt, dass er das mal irgendwann gelesen hat. Irgendwie ist es auch cool, weil jede einzelne Sache, die du an deinem Körper als Aussehen hast, sind so Teile deiner Familie sozusagen oder so. Wisst ihr, wie ich meine? So deine Nase ist von deiner Oma, deine Augen vielleicht aus der Familie von deinem Opa und so. Checkt ihr, wie ich meine? Ist ein bisschen cheesy, aber irgendwie cool. Irgendwie cool, wenn man so drüber nachdenkt. You know? Fast forward 7 days and as you can see, my face looks totally different. It's not a coincidence my jawline improved when I started lifting weights, eating better and sleeping more. Ich fand das Thema spannend, auch weil das so ein großer Hype ist und habe mich gefragt, inwiefern ich das schaffen kann, innerhalb von 30 Tagen mein Aussehen so zu verändern, dass es in dieses Ideal passt und was das mit mir macht. Für mich ist Tomatolix schon das Ideal. Also ob ich mich dadurch wirklich besser fühle. Ich versuche attraktiver zu werden. Was könntest du... Das ist so crazy. Ich versuche attraktiver zu werden. Was würdest du vorschlagen? Ja, da können wir nichts machen. Ich würde mir noch so eine Frisur empfehlen. Da können wir nichts machen, großer. Im Styling einfach ein bisschen was erarbeiten, was halt diese unvorteilhafte Stirn ein bisschen mehr bedeckt und dadurch das Ganze einfach ein bisschen maskuliner wirken lässt. Bin gespannt. Also bin ich eingetaucht in die Looks-Maxing-Welt. Ziemlich schnell habe ich aber gemerkt, dass man überhäuft. Ich würde gerne mal sehen, wie Tomatolix aussieht, wenn er seine Haare nach vorne macht. Wird von falschen Versprechungen und sinnlosen Übungen. Die bekannteste Übung ist wahrscheinlich das Mewing. Mewing is a game changer, immediate impact. Bei Mewing wird die Zunge an einer bestimmten Position im Mund gehalten. Bro, da habe ich aber noch nicht so ganz verstanden, ob das echt was bringt oder nicht. Wodurch der Kiefer eine besonders schöne und markante Form bekommen soll. Aber ich sage euch so viel. Mir ist meine Jawline nicht wichtig genug, dass ich die Scheiße mache. Nicht schlecht, aber es gibt überhaupt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass das Ganze irgendetwas bringt. Und auch der Erfinder vom Mewing ist umstritten. Je mehr ich mich mit meinem eigenen Aussehen beschäftigt habe, desto schlechter habe ich mich gefühlt. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass das Ganze nicht wirklich gesund für die Psyche ist. Das ist auf jeden Fall ungewohnt. Weiß ich nicht, Digga. Ja. Bin noch nicht so ganz überzeugt, Digga. Ich habe mir die Haare direkt wieder so gestylt, wie ich sie normalerweise trage. Okay, aber da sieht fresh aus, so wie er... Bro, das ist einfach der Style, der zu ihm passt, Mann. Das sieht auch geil aus. Ich finde, das ist keine schlechte Frisur.
Das gefällt mir einfach besser. Ja, Luxmaxing suggeriert, dass es nur ein einziges Schönheitsideal gibt und dass jeder so aussehen kann, wenn er sich nur genug anstrengt. You see, there are ways to make a big difference relatively fast, but the truth is, majority of you are just lazy and or comfortable. Und es spricht ja nichts dagegen, ein bisschen auf sein Aussehen oder seine Körperpflege zu achten, aber Körper sind eben unterschiedlich. Und Luxmaxing führt bei Menschen, die vielleicht eh schon unsicher sind, einfach nur zu noch mehr Selbstzweifeln. It masks itself as self-improvement, but what it really is a hyperfixation on looks and breeds nothing but more insecurity. Natürlich hätte ich all das in einem Selbstexperiment ansprechen können, aber ich habe mich ehrlich gesagt einfach nicht so wohl damit gefühlt. Deswegen habe ich das Selbstexperiment abgebrochen. Okay, finde ich aber, hätte er machen können. Ich meine, das hätte man ja auch erwähnen können, so. I don't know, ich weiß nicht, das hätte ich mir, glaube ich, angeguckt. Na ja, gut, mal gucken, was er jetzt noch macht. Ein Tag Toilettenreiniger auf der Autobahn. Was sind die mit Abstand? Boah, Bro, ich habe es gerade schon Chat erzählt. Digga, ich habe gerade auf der Autobahn hier, wir kommen gerade aus Berlin. Digga, habe ich eine Stunde lang ich habe Milchreis gegessen, ein Schokocroissant und zwei Eiersalatbrötchen. Digga, das Ding hat so gedrückt und dann gestern Abend habe ich noch so eine komplette Tiefkühl-Krokettenpackung gegessen, Junge. Und das ist alles auf einmal raus, Digga. Ich hoffe, er musste nicht auf so einer Toilette sauber machen, weil holy shit, Digga, das Ding habe ich komplett voll geschissen. Also wirklich, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Scheiße gesehen. Widerlichsten Orte überhaupt, Autobahntoiletten. Jeder, der regelmäßig über deutsche Autobahnen fährt, weiß, dass man nur das geringere Übel wählen kann, wenn es um das Notdurftverrichten geht. Yeah. Entweder man bezahlt 1 Euro für Sanifair oder man benutzt die kostenlosen, aber dafür oft ekelhaft mit gut geschmierten öffentlichen Toiletten. Da kann ich jeden verstehen, der stattdessen lieber den nächstgelegenen Busch wählt. Dabei werden Autobahntoiletten sowie andere öffentliche Einrichtungen regelmäßig sauber gemacht. Um herauszufinden, wie das ist, einen Job zu machen, den die meisten wahrscheinlich eher ungern machen würden und bei dem man den ganzen Tag sowohl mit ekelhaftem Verhalten als auch mit ekelhaften Sanitäranlagen konfrontiert ist, wollte ich einen Tag lang als Reinigungskraft auf der Autobahn arbeiten. Ich stehe jetzt. Boah, das ist ein crazy Job, Mann. Das ist auch ziemlich wahrscheinlich ein zu wenig bezahlter Job dafür, dass man das macht einfach. War schon eine ehrenlose Nummer. Zeug und werde jetzt die Toilette putzen. Man riecht auf jeden Fall direkt, es riecht nach Fäkalien. Ist auch eine Toilette, auf die man sich jetzt nicht gerne draufsetzen möchte. Die Idee, ich helfe einen Tag lang dabei, verschiedene Toilettenhäuschen sauber zu machen. Bro, auf diese Toiletten setzt sich auch keiner hin. Dabei alle Fragen, die ich mich schon immer mal über das Arbeiten auf Autobahnraststätten und Parkplätzen echt ein interessantes gefragt Thema, habe. Aber. Denn das ist ja wirklich ein Mysterium für sich. Dafür sind wir mit verschiedenen Betreibern in Kontakt getreten und haben lange Gespräche geführt, aber irgendwann einfach keine Antwort mehr bekommen, sodass unsere Möglichkeit, das Ganze umzusetzen, irgendwann ziemlich begrenzt war. Also falls ich... Weil das eine verfickte Mafia ist, Bro. Du kannst mir doch nicht sagen, dass doch nie jemand auf die Idee gekommen ist, irgendwas, was nicht McDonald's und Burger King ist, Bro, an diese komischen Raststätten daran zu packen. Bruder, mach da einen Salatladen hin, Bro. Sorry, halb gestorben. Mach da einen Salatladen hin oder so. Bruder, du kannst mir doch nicht sagen, dass auf einer verfickten Autobahn ein Salatladen nicht funktionieren würde. Mit so geilen Bowls oder so. Unsere Möglichkeit, das Ganze umzusetzen, irgendwann ziemlich begrenzt war. Also, falls ihr jemanden kennt, der so einen Beitrag möglich machen könnte, dann schreibt mir gerne. Eine Sache, die man auch auf der Toilette machen kann, ist, ein Hörbuch zu hören. Ich habe mir zuletzt zum Beispiel nochmal den Klassiker Dame mit Charme angehört. Passt ja irgendwie. Darin erfährt man, wie wichtig das Organ eigentlich ist und was alles mit unserer Darmflora zusammenhängt. Wirklich. Der Übergang ist verrückt. Super spannend. Das und über 1 Million weitere Hörbücher, Hörspiele und E-Books gibt es bei BookBeat, dem Sponsor des heutigen Videos. Also von Romanen über Fantasy bis hin zu Sachbüchern ist echt für jeden was dabei. Gerade wenn ich auf Reisen bin oder auch den Haushalt mache, höre ich echt super gerne Hörbücher. Das Coole bei BookBeat ist, dass ihr die Hörbücher in beliebiger Geschwindigkeit hören könnt oder es auch eine Stimmerfunktion gibt, falls ihr Hörbücher auch gerne zum Einschlafen hört. Und wenn ihr viel unterwegs seid, könnt ihr die Bücher nicht nur streamen, sondern auch herunterladen und offline nutzen. Ich habe das Gefühl, ich bin in dem Alter angekommen, wo man mal wieder ein Buch lesen sollte, weil ich habe letztens darüber nachgedacht. Bro, Real Talk, ich glaube, ich habe das letzte Buch gelesen in der Schule. Wahrscheinlich in der Schule. Mit dem Code Tomatolix könnt ihr BookBeat jetzt für 60 Tage lang kostenlos testen. Und ich hab das Gefühl, das wäre was, also weil ich muss immer irgendwas machen, aber wenn dieses irgendwas machen ein Buch lesen ist, wäre es, glaube ich, geiler als auf Twitter zu scrollen, you know? Vor allen Dingen aktuell, Digga, holy shit, Bro. Also wirklich, ich bin wirklich, eigentlich bin ich nicht gerne auf der Twitter-Hate-Wave unterwegs, aber fuck man, Bro, der letzte Monat ist wild. Code ist bis zum 31. Dezember gültig. Außerhalb der Aktion gibt es BookBeat bereits ab 9,99 Euro im Monat, für Studenten sogar noch günstiger. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Undercover in Europas illegalem Tabakhandel. Kriminelle Organisationen verdienen ja auf ganz unterschiedliche Arten Geld, seien es jetzt Drogenhandel oder Einbruchsdelikte. Weniger bekannt ist aber, dass auch extrem viel Geld mit illegalen Tabakerzeugnissen umgesetzt wird. Oder ja,
weil Minderjährige, also das, no joke, 99% dieser Einnahmen bestehen aus Minderjährigen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wer kauft denn sonst solche komischen Kippen, Bro? So werden in illegalen Zigaretten... Ist das ein normales Ding? Gibt's das überall? Fabriken unversteuerte Zigaretten hergestellt, die dann von Straßenhändlern weiterverkauft werden. Allein in Deutschland wurden so im Jahr 2021 1,7 Milliarden illegale Zigaretten verkauft. Der dadurch verursachte Steuerschaden betrug 364 Millionen Euro. Ich habe mich gefragt, wie der Handel mit illegalen Zigaretten genau abläuft und wer damit auf welche Art... Alter, ich wusste nicht, dass da so dicke Zahlen rumgehen. Holy shit. ...Art und Weise, wie Geld verdient. Deswegen wollte ich unter anderem selbst illegale Zigaretten kaufen und bei einer Razzia einer illegalen Zigarettenfabrik dabei sein. Also, Bro, da bin ich wieder der Meinung, Tomatolix wollte das privat machen, wurde gebastelt und hat dann gesagt, hey Leute, Journalismus. Habe ich verdeckte Ermittler beim Kauf illegaler Zigaretten begleitet. Naja. Was wird jetzt heute passieren? Was habt ihr vor? Heute wird ein fungiertes Treffen stattfinden mit einem Zigarettenhehler. Den guten Mann werden wir heute mal ein paar Stangen abkaufen. Man muss sich das vielleicht so vorstellen, dass du am Anfang ja wirklich an der Basis dich befindest, bei den kleinen Zigarettenhändlern, aber doch irgendwo im Hintergrund der Gedanke, dass man über die Kleinen an die Großen kommt. Was geht denn los? Die guten Polsche. Da ist kein großer Unterschied. Super. Machen wir erstmal das Finanzielle. 400, ne? So, jetzt zum Wesentlichen. Kommst du auch an günstigere ran? Oder hast du Kontakte? Kann ich hier einen Kontakt machen? Machst du einen Kontakt? Ja, ich verlasse mich drauf. Ja, sicher. Ja, super. Wir sehen uns. Bis dann. Ja, melde dich mal heute Abend in den Kontakt, ne? Alles klar. Ich verstehe mal nicht, Bro. Ich habe das Gefühl, auch wenn hier das alles geblurrt ist und so, dass man so viel aus so einem Video mitnehmen kann. Also man weiß doch jetzt safe, wo das gerade ist, wenn man sich jetzt ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und da gibt es doch safe irgendwie eine Liste von 20 Leuten, die verdächtigt werden. Und da gibt es einen, der redet halt genau so. Kann man die da nicht so todesficken damit? So, da bin ich wieder. Hi! Hi. Und so Klamotten und so und Auto, Bro, man kann doch so viel daraus nehmen. So. Sieht ja schon mal gut aus. Das ist die Ausbeute. Okay. Sie ist original. Polnische Ware. Ich habe jetzt versucht, einen Kontakt herzustellen zu noch jemandem, der uns günstigere Zigaretten, aber minderwertig. Ach so, das sind Undercover-Polizisten? Ah, okay, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Da war ich gerade am Essen oder so. Ah, okay, check. Aber auch trotzdem, dann ist ja genau das Gleiche nur umgekehrt. Als ob die Dealer, naja gut, ich weiß nicht, ob der Average-Zigaretten-Dealer Tomatolix-Videos guckt auf der anderen Seite. Sorgen kann, so dass wir dann angeben, dass wir eine große Menge abkaufen. Um dann an die Hintermänner zu gelangen. Nachdem der erste Kauf so gut geklappt hat, waren wir eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass wir auch bei einer Razzia dabei sein könnten. Dafür waren wir mit verschiedenen Leuten im Gespräch und wurden auch in einen extra Presseverteiler eingetragen, bei dem wir kurzfristig informiert werden sollten, wenn eine Razzia bevorsteht. Das Projekt zieht sich jetzt schon crazy. Seit über 2 Jahren und obwohl wir mit verschiedenen Leuten im Gespräch waren, hat sich irgendwie nichts mehr weiter ergeben. Und naja, das Material, das wir haben, reicht halt nicht für ein ganzes Video. Deswegen haben wir das Video irgendwann nicht mehr weiterverfolgt. Wie schwer ist es, Cannabis selber anzubauen? Selbstexperiment. Ja, das Experiment macht wieder ein Welt auf jeden Fall auch gerade. Seit dem 1. April 2024 sind sowohl der Konsum als auch der Anbau von Cannabis in Deutschland vollkommen legal. Bis zu 3 Marihuana-Pflanzen kann ab heute jeder Erwachsene besitzen. Zum Konsum habe ich in den Wochen nach der Legalisierung ja auch ein Experiment gemacht. Mit dem Fazit, dass aus mir wahrscheinlich kein richtiger Kiffer mehr wird. Und auch peinlich. Nee, Digga, mir auch nicht. Also ich habe gestern einen gesmoked oder auch 5 oder so, keine Ahnung. Die Jungs trollen dann wirklich immer mit. Oder im Grunde habe ich 5 Zigaretten gestern geraucht einfach. Auch zum Eigenanbau wollte ich ein Video machen, denn was früher zu einer Razzia bei einem Zuhause geführt hätte, ist jetzt ein neues Hobby für viele. In einem Selbstexperiment wollte ich mir mal anschauen, was eigentlich alles so dazugehört, wenn man als Anfänger richtig gutes Gras züchten möchte. Denn das ist ja voll die Wissenschaft für sich und gar nicht mal so einfach. Weil ich selbst überhaupt keinen Plan von der Thematik habe, wollte ich mich erstmal von Profis beraten lassen, dann das richtige Equipment kaufen und dann die nächsten Monate mein neues Gärtner-Hobby mit der Kamera begleiten. Aber
Aber gerade Anfang des Jahres war ich mit so vielen Themen gleichzeitig beschäftigt und es standen so viele Drehs in unterschiedlichen Städten an, dass ich gar nicht genau wusste, ob ich genügend Zeit finden würde, um mich ordentlich um die Pflanzen zu kümmern. Und so wurde es immer später und später im Jahr und ich habe irgendwie den richtigen Moment verpasst, mit dem Experiment zu starten. Mittlerweile haben so viele Menschen ein paar Pflanzen zu Hause stehen und es gab auch schon Videos von anderen Kanälen dazu, dass sich wahrscheinlich gar keiner mehr für so ein Video interessieren würde. Boah, ich glaube, Tomatolix könnte mir legit alles andrehen at this point. Ich meine, Bro, wir haben letzte Woche geguckt, wie jemand in den Arsch gefickt wird oder so. Also, at this point, ich würde mir alles angucken. Oder? Deswegen habe ich mich schlussendlich gegen die Umsetzung entschieden. Jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Selbstexperiment. Im letzten Jahr habe ich ja ein Video gemacht, in dem ich euch gezeigt habe. Ich höre nur noch Ausreden, diese faule Influencer-Sau. Ja, Mann. Real Talk. Influencer nur am Meckern immer, wa? Und dann sind die auch immer noch in den Stadien, Junge. Und dann sind die jetzt auch noch, Dann sind jetzt auch noch Synchronsprecher. Gezeigt habe, wie ich einen eigenen Wein mache. Einfach, weil ich Wein mag und ich einen eigenen Wein haben wollte. Von der Traubenlese bis zur fertigen Flasche habe ich den ganzen Prozess begleitet und ihr konntet den Wein im Anschluss kaufen. Und was dann passiert ist, war echt unglaublich krass. Nach 2 Stunden waren alle Flaschen der sehr limitierten Auflage ausverkauft und viele von euch waren traurig, dass sie keine Flasche abbekommen haben. Bei dem Projekt lief aber echt nicht alles wie geplant. Da das erste Mal war, dass ich ein eigenes Produkt verkauft habe, gab es eine Menge Dinge, die ich nicht so richtig bedacht habe. Würde ich sagen, dass Tomatolix mehr als diese 2 Flaschen da reingestellt hat und verpackt hat. Das war so, der hat diese 2 Flaschen hier reingemacht. Dass ich ein eigenes Produkt verkauft habe. So, Felix, wir haben den Shot. Oh Gott, der scheiß Wein, Digga. Dann ist er nach Hause gefahren. Real Talk, so genau so ist abgelaufen. Eine Menge Dinge, die ich nicht so richtig bedacht habe. Einerseits, wie aufwendig das ist, einen Shop in Eigenregie zu betreiben, aber auch, wie viel Zeit Kundensupport in Anspruch nimmt und was alles für Kosten auf einen zukommen. Im Endeffekt habe ich mit dem Projekt einen Verlust von 378,91 Euro gemacht. Nice, also eigentlich alles gute Gründe, das Selbstexperiment des eigenen Weins ein für alle Male abzubrechen, aber das habe ich nicht gemacht. Mir hat das Ganze so viel Spaß gemacht und ihr habt auch immer wieder nach dem Wein gefragt. Deswegen habe ich beschlossen, mit dem eigenen Wein in die zweite Runde zu gehen. Also habe ich mich erneut auf die Suche nach einem richtig, richtig leckeren Wein gemacht, habe viel rumprobiert und bin bei einem Weingut an der Ahr gelandet. Da habe ich Lukas kennengelernt, einen jungen Winzer, der Lust hatte, mich bei meinem Projekt zu unterstützen. Ich habe mit ihm meine Wünsche für den perfekten Wein besprochen und er hat dann einen Wein ganz nach meinen Vorstellungen hergestellt. Den Wein gibt es nicht bei uns im Weingut und nicht im Handel und auch nicht in Restaurants. Den Wein gibt es nur bei dir. Was? Warte, was genau ist in Ahr passiert? Der Name ist übrigens überscheiße. Weil immer, wenn du da sagst, wo kommst du her? Ja, ich muss A. Ja, A was? Alexanderplatz? A was, Digga. Bro, da war eine riesige Flut. Ah, okay. Was ist jetzt so das Besondere an dem Wein, den wir gemacht haben? Also Blanc Noir, dadurch, dass die aus einer roten Rebsorte sind, haben immer ein bisschen mehr Körper. Ah, meine Eier, yo, wir haben was von Pfirsichmus, gleichzeitig aber auch schon mal frisch geschnittener Apfel. Und das bringt so ein bisschen die Frische rein. Also gerade die Kombination macht es eben aus. Was würdest du sagen, was ist so das Besondere am Ahrtal als Weinregion? Wir sind eins der nördlichsten und kleinsten Weinbaugebiete. Ich denke, wir machen auch die besten Blanc Noirs Deutschlands, weil wir einfach sehr, sehr frisches Klima haben. Das gibt Ich habe absolut keine Ahnung, was er gerade gesagt hat. Dem Wein Spannkraft und eine schöne Frucht. Bruder, ich glaube, no joke, dass so Weinleute at some point einfach sich Dinge ausdenken. Eine Spannkraft? Bruder, Spannkraft? Was zum Fick soll das heißen, Digga? Hauptsache, die Scheiße schmeckt nicht Arsch und ballert. Das war's, Bro. Haben wir aber auch einen schönen Körper dazu. Dadurch, dass wir sehr niedrige Erträge haben, das heißt wenig Trauben pro Stock, das führt immer eben zu intensiveren, kraftvolleren Wein. Also die Kombination irgendwie aus beiden macht den Wein sehr besonders. Und so ist der Wein eben für ganz, ganz viele Momente im Leben auch geeignet. Natürlich braucht ein Wein auch ein schönes Etikett und ich wollte wie beim letzten Mal etwas in die Psychedelic-Poster-Richtung haben, diesmal aber etwas klassischer mit weniger Farben und so ist das hier entstanden. Vor ein paar Tagen ging es dann endlich zum Etikettieren. So, okay, letzte Flasche. Ich habe jetzt wirklich mit meinem Team alle Flaschen hier etikettiert. Das hat ein bisschen gedauert. Ich finde es Alle hat er gemacht, ne? Ja, ja, klar, Felix. Nicht mit uns, nicht mit uns. Einfach geil. Ist das nicht wieder ein schönes Label geworden? Ja, super schön. Hast du gemacht, ne? Auch Farben. Auch das auch mit Design. Auch so schmeckt. Felix, du hast mir keinen zugeschickt. Ich will den unbedingt probieren. Ja, und so sieht er aus, der neue Tomatolix-Wein. Und was soll ich sagen, der ist echt richtig lecker geworden. Wir haben gerade so einen richtig schönen, lauen Sommertag. Und ich trinke den Wein, der hier auch so gewachsen ist. Und ich finde, das ist so ein richtig schöner, fruchtiger, leichter, ja, Sommerwein. Also so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und den könnt ihr jetzt kaufen. Es gibt ein paar Flaschen mehr als beim letzten Mal. Trotzdem handelt es sich um eine limitierte Auflage. Davon halte ich nichts. Das heißt, wenn ihr wirklich eine Flasche haben wollt, wartet lieber nicht zu lang. Meinen Shop habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Und um keine News oder das ein oder andere Gewinnspiel zum Wein... Sind in dem Wein auch wieder Substanzen drin? Ja,
Da ist tatsächlich MDMA drin, Bro. Das ist nämlich legal verkaufbar in Deutschland. Zu verpassen, könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Und ich habe mir noch was überlegt. Und zwar ist das Etikett ja an ein Poster angelehnt. Und deswegen habe ich mir überlegt, daraus auch einfach ein Poster zu machen. Und zwar, so sieht das Ganze aus. Das ist ein ganz hochwert... Ich habe das Gefühl, wir wurden hier reingebaitet in zwei Selbstexperimente, die er abbrechen musste, um dann 2 Minuten für seinen Wein Werbung zu gucken. Nicht mit uns. Nicht mit uns. Dickes Siebdruck. Nee, aber freut mich, ist... Finde ich an sich cool. Ich meine, mit Alkohol so das zu verkaufen, muss man halt immer so gucken. Denke aber, dass Tomatrix schon machen kann. Weil er hat ja auch schon einen sehr aufklärenden Channel. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, wie alt, also ich würde schon sagen, der average Tomatrix-Zuschauer ist auf jeden Fall über 18 in meinem Kopf. Poster, davon gibt es nur 100 Stück. Und die werde ich jetzt alle per Hand nummerieren und signieren. Ich bin fertig, ich habe alle 100 Poster nummeriert. Ja, ja, er selber wieder. Ja, ja, nee, klar. Und signiert. Das heißt, ja, klar. Also jedes Poster. Oder Bro hat die einzelne, die 100 geschrieben und dann war's das. Das ist auf jeden Fall nicht gerade günstig, aber es ist auch einfach ultra teuer in der Herstellung. Also so ein Siebdruckverfahren ist halt schon so das Krasseste, was man machen kann. Ich habe extra richtig, richtig hochwertiges, geiles Papier ausgewählt. Aber ich glaube, gerade für die unter euch, die das Design richtig feiern und die vielleicht auch so ein bisschen auf Kunst stehen, ist das auf jeden Fall eine sehr coole Sache. 15 Euro. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich meine, 15 Euro für einen Wein ist viel, aber, also, was ist viel? Aber es ist ein normaler Preis, je nachdem, wie der Wein ist halt. Also, so eine, ich finde, du kannst auch für 3 Euro wirklich sehr solide Weine bekommen. Und wenn man jetzt einen normalen Abend hat, wo man einfach nur halt saufen will und es ist jetzt nicht ein Wein zum Essen, Bruder, dann würde ich auch immer den 3 Euro Wein holen. Fuck this shit. Rein in den 3 Euro Wein, Digga, oder 5 Euro, dann ist gut. Dann ist das Ding bezahlt. Aber wenn wir jetzt darüber reden, dass es wirklich ein guter Wein sein soll zum Essen, 15 Euro für einen guten Wein ist gängiger Preis, würde ich sagen. Aber wie gesagt, oh, was geht jetzt hier? Kunst stehen, ist das auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Stückzahl macht halt auch so viel aus. Ja, 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 normal, normal, normal. Diese ganzen, also guck mal, diese ganzen Weine, die im Supermarkt 15 Euro kosten, die würden wahrscheinlich, keine Ahnung, in der Stückzahl, die Tomatolix macht, das Doppelte kosten oder so. Das kann gut sein. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. 3 Tage auf Deutschlands größtem Sexfestival. Sommerzeit ist Festivalzeit. Es gibt diverse Musikfestivals, La Tomatina, wo sich Menschen mit überreifen Tomaten bewerfen. Bro, und es gibt fuck? In Mecklenburg-Vorpommern das größte Erotik... Wo auch sonst, Bruder? ...Festival Deutschlands. Wo auch sonst? Digga, da, wo FKK wirklich überall existiert. Wo auch sonst, Bruder? Auf einem Areal von ca. 60.000 Quadratmetern gibt Mac es verschiedene Pom, Tanzflächen, Bars, Essensstände und natürlich großzügige Play-Areas, in denen man Sex haben kann. Nach meiner Reportage im Swingerclub wurde ich gefragt, ob ich nicht dazu ein Video machen möchte. Der Veranstalter war super offen und wir haben auch ein Paar gefunden, das ich hätte begleiten können. Das klang für mich schon erstmal interessant, einfach weil ich noch nie davon gehört habe, dass es sowas gibt. Aber ich habe ja im letzten Jahr das Video über den Swingerclub gemacht und dieses Jahr über die Kinky Party und ich hatte das Gefühl, dass ich bei so einem Festival jetzt nichts großartiges Neues über die sexpositive Community lernen kann. Außerdem ist es bei so einer Ver- gut, aber beim Arschfick letzte Woche gab es da was zu holen, oder wie? Veranstaltungen nicht wirklich einfach zu filmen. Ja. Und auch wenn Videos über Sex immer gut ankommen, muss ich da ja nicht jedes Thema mitnehmen. Aber selbst wenn ich gewollt hätte, wäre das Ganze nichts geworden, weil das Festival aufgrund von einem Gewitter erst unterbrochen und dann ganz abgesagt wurde. Das Ergebnis immer noch halb alles unter Wasser. Also war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das Video nicht zu drehen. Das waren die Videoprojekte, die ich bisher dieses Jahr abgebrochen habe und ein kleiner Einblick in die Arbeit von meinem Team und mir. Ihr seht, wir arbeiten immer an vielen Videos gleichzeitig und es passiert immer wieder aus den unterschiedlichsten Gründen, dass nicht alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Übrigens, falls ihr Lust habt, mit uns zu arbeiten, schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Da gibt es aktuelle Stellenausschreibungen. Ich bin Produktionsassistent. Deine Aufgaben. Du unterstützt uns bei Produktion sowie in allen kaufmännischen Organisatoren. Ach, der hat keinen Bock mehr. Ich lass Streamer. Fuck this shit. Gutes Video. Gutes Video. Gutes Video. Ich mach dir das. Mach dir das.